Servus! Carolina Lea Williams aus ist. Let's go! Nein. I was wrong. Die mir. Ah, shit. Entschuldigung, FC Bayern Fans. Mic drop. Glódís Perla Vigfúsdóttir. Ich habe sie bezahlt, dazu sagen. Arbeiten, besser zu werden. Besser zu werden. But we haven't practiced this conversation in German. Viel Erfolg. Glódís ist eine der wichtigsten Personen in meinem Leben. Sie ist eine meiner engsten Freunde und ja, auch mein Vorbild. Sie ist sehr nett und es macht immer Spaß, mit ihr zusammen zu sein. Das was ist. Carolina hat immer ein Lachen im Gesicht. Sie hat eine sehr gute Ausstrahlung und sie ist ein angenehmer Mensch. Ja, wie sie gesagt hat, wir haben immer Spaß zusammen und ich bin dankbar, dass ich sie habe. Auf dem Platz, Glódís ist ein Wikinger. Sie ist eine Verteidigungsmaschine und auch sehr kopfballstark. Ja, sie ist eine Leaderin und hilft dem Team mit ihrer Kommunikation. Ja, ich denke, derzeit ist sie eine der besten Verteidigerinnen in Europa. Und ich bin sehr stolz auf sie. Ich habe sie bezahlt, dazu sagen. Nein, nein, nein. Auf dem Platz ist Carolina ein Zauberer. Sie hat sehr gute Ballkontrolle und macht immer etwas, das du nicht erwartet. Und ich mag das. Ja, also sie möchte lernen und sie ist sehr ambitioniert. Und das ist eine ihrer besten Qualitäten. Nicht Golf, Caro. Nee. Ja, Basket. Sie hat ein bisschen Probleme mit ihrer Wut im Golf. Ja, das leider stimmt. ja, ich glaube auch Basketball, weil es einfach spannender ist. Immer Couch, immer Couch. Ja, safe. Carolina, bleib gerne zu Hause. Ja, stimmt. Ja, Couch auch. Weil ich denke, dass du zu viel reden im Kino. Ja, stimmt. Mit Island, oder? Ja. Klar. Ja, mit Island. Es ist ein bisschen größer. Ja. Oder? Ja. Ja, Weltmeister. Entschuldigung, FC Bayern Fans. Glo wird Skier-Joghurt mitnehmen. Sie liebt das. Und Kaffee auch. Stimmt. Sie braucht das wie eine Süchtige. Und für ihre Verdauung. Okay. Und ja, Sonnencreme, weil wir von Island sind. Ja. Das ist wichtig. Ja, sehr wichtig. Ich glaube, dass du nichts mitbringen. Warum? Weil du erwartest, dass ich alles mitbringe, was wir brauchen. Oh. Ja, das stimmt. Glücklich sein und immer das tun, was man liebt und dankbar bleibt für die kleinen Dinge im Leben. Ja, auch glücklich sein, aber für mich heißt das, ja,
jeden Tag zu genießen und die Zeit mit Menschen verbringen, die man mag und die mir ein gutes Gefühl geben. Schwierig. Schwierige Frage. Die größte Unterschied hat nichts mit Fußball zu tun. Ja, in Island leben viel weniger Leute als in Deutschland. Und ja, Fußball in Island ist, als ob zum Beispiel Augsburg hat ein eigenes Nationalmannschaft. Ja, genau. Und ja, also die Bundesliga ist natürlich viel, viel, viel schneller und technischer und taktischer auch. Aber in Island hat Frauenfußball ein bisschen höher Stellenwert als in Deutschland. Also die Menschen respektieren dort Frauenfußball ein bisschen mehr. Ja, zum Beispiel, es ist ganz, ganz normal als junges Mädchen, dass du Fußball beginnst mit Fußball oder einer anderen Ballsport. Und wenn man wissen will, wie alt jemand ist in Island, geht man auf die Website von der isländischen Verband und sucht seinen Namen an da. Weil jeder in Island schon mal Fußball gespielt hat. Stimmt. In den letzten Jahren sind ja schon viele positive Dinge passiert. Und wir hoffen, dass die Entwicklung weitergeht. Mehr Fans und zum Beispiel die Euro war super. Mhm. War sehr gut. Wirklich. Und ich glaube, wenn man den Frauen die gleichen Grundvoraussetzungen auf und neben dem Platz wie die Männer geben würde, dann können wir wirklich sehen, wie groß Frauenfußball werden kann. Ja. Frauenfußball wird wachsen. Mhm. Mic drop. Ganz ja. Einfach. Ja. Ja, klar, das Triple gewinnen, glaube ich. Ja, genau. Und jeden Tag arbeiten, dass wir besser werden. Ja, auch das. Vielen Dank. Hey.